Hallo, hier ist Nadine von Hängebauchmaus. Schön, dass ihr da seid und wieder zuschaut. So, heute gibt es mal wieder ein Auspackvideo von mir. Bevor ich euch die ganzen Sachen zeige, die ich bestellt habe, wollte ich noch ein bisschen was sagen. Und zwar wollte ich mich erstmal bedanken bei allen, die meinen Kanal abonniert haben. Ich freue mich total über jeden Einzelnen und heute habe ich die 200 Abonnenten geknackt. Das finde ich total cool, weil das hatte ich mir eigentlich so bis Ende des Jahres vorgenommen. Jetzt haben wir ja noch Oktober und ich mache das ja erst seit Juli. Also ich bin jetzt erst im vierten Monat sozusagen. Und es freut mich riesig. Und ich wollte mich auch bei allen bedanken, die immer fleißig Kommentare schreiben und einen Daumen hoch geben, weil das motiviert mich total weiterzumachen und es ist immer schön, mit Leuten noch zu schreiben. Also weiter so, finde ich gut. So, dann habe ich ja mein letztes Video, nein, mein vorletztes Video, was ich veröffentlicht habe. Also heute haben wir den 21. Das waren ja meine Swaps vom Teamtreffen, die ich euch gezeigt habe. Das Video ist auch super beliebt. Und leider habe ich da im Tran sozusagen einen Fehler gemacht. Ich habe das Video um 11:30 abends sozusagen bearbeitet. Das war offensichtlich zu spät. Ich habe da nämlich versucht, von allen irgendwie entweder den YouTube-Kanal oder die Instagram-Adresse anzugeben, wo ihr denjenigen findet. Und jetzt habe ich was durcheinander gebracht. Das heißt, den einen Kanal habe ich überhaupt nicht hingeschrieben und den anderen habe ich an die falsche Stelle gesetzt. Und zwar hatte ich ja von der lieben Swantje diese hübsche Schachtel bekommen. Und die Swantje, die findet ihr auf dem Kanal Stempelküste. Den hatte ich nämlich bei der Sarah hingeschrieben, die mir diesen tollen Sarg geschickt hat. Und die Sarah, die findet ihr unter Sarah Slansky auf Instagram. Und ich schreibe euch das auch nochmal hin, weil die beiden machen wunderbare, schöne Sachen. Und da sollt ihr natürlich auch die richtigen Leute finden, ne? Und das wollte ich jetzt nochmal sagen. Also sorry, Mädels. Das war wahrscheinlich einfach der späten Uhrzeit geschuldet. So. Und jetzt legen wir los. Ich wollte das Video eigentlich schon am Montag drehen. Da ist das Paket nämlich gekommen. Dann habe ich es zeitlich nicht geschafft. Und gestern ging es nicht. Mich hat es da gestern hingelegt. Also Herbst ist nicht nur schön, sondern auch gefährlich. Ich glaube, man sieht es gar nicht. Hier voll die Beule, mein ganzer Arm, da bin ich drauf geflogen. Deswegen heute. Und jetzt weiß ich gar nicht so richtig, womit ich anfange. Ich fange jetzt mal mit den nicht so spektakulären Sachen an. Also, ich hole jetzt erstmal die Stempelkissen ins Bild. Ich habe mir nämlich die In-Color-Farben bestellt. Sowohl die neuen von diesem Jahr als auch die vom letzten Jahr. Die hatte ich nämlich noch nicht als Stempelkissen. Mein Stempelkissenregal ist schon ziemlich voll. Ich glaube, da müssen ein paar Farben ausziehen, damit die noch Platz haben, wenn ich euch das mal zeigen darf. Da. So, da haben wir nämlich einmal das Ziegelrot. Okay, Aquamarin, das ist keine In-Color-Farbe, sondern das habe ich mir bestellt, weil ich davon ein altes Stempelkissen habe. Und das geht mir regelmäßig auseinander. Wenn ich den Deckel aufmache, dann habe ich den Deckel in der Hand. Also irgendwie ist der Mechanismus schon, naja, der hatte seine besten Tage. Und nachdem ich mich da einmal verletzt habe, habe ich gesagt, so. Das fliegt jetzt raus, es muss ein neues Kissen her. Also das ist eine alte Farbe, oder eine Basisfarbe, sagen wir es mal so. So, das ist aber wieder In-Color, ein Aventurin. Dann muss ich mal gucken, Hummelgelb, Abendblau und Zimtbraun. Das sind die neuen von diesem Jahr und die hatte ich tatsächlich noch nicht. So, jetzt ist es halt so, dass man von denen auch komplett die Nachfülltinten noch nicht bestellen kann. Das heißt, da braucht man auch ein bisschen Geduld, aber die sind ja neu und noch gut gefüllt. So, und das
sind. Habe ich das jetzt richtig zugeordnet? Nee, das Ziegelrot gestört, das stimmt gar nicht, sondern das Magentarot ist dieses Jahr. Ich erzähle einen Quatsch. Also Magentarot. Und nicht das Aventurin. Also die da. Ich erzähle einen Quatsch. Bin heute ein bisschen durcheinander, ne? So, also das sind die hübschen Farben von diesem Jahr. Das Ziegelrot war nämlich letztes Jahr. Zusammen mit dem Faungrün, das Rokokorosa und das Rauchblau. Und ich weiß jetzt gar nicht, irgendeine Farbe fehlt. Ich glaube, die kann man gerade nicht bestellen. Ich schau mal schnell nach. So, jetzt habe ich den Katalog mal her. Also, und zwar Flieder. Das gibt's aber nicht als Stempelkissen. Ich weiß jetzt nicht genau, ob es das grundsätzlich nicht gegeben hat oder ob das einfach nicht mehr lieferbar ist. Das weiß ich nicht. Auf alle Fälle habe ich von diesen alten Farben auch nur zwei Nachfülltinten bestellen können, also Rokokorosa und dieses Ziegelrot. Und so sehen die dann aus, wenn die umetikettiert sind, ne? Also nicht ganz so hübsch wie sonst. Die normalen, die sehen ja dann eher so aus, ne? Wenn man die regulär geliefert bekommt. Die haben ja ein Problem, dass die ganzen Sachen umetikettieren müssen bei Stamping Up, weil die Lieferanten gewechselt haben und so. Also das sieht halt dann so aus. Ist die gleiche Tinte drin, sieht nur nicht ganz so hübsch aus. Ist ja egal. So, also das habe ich mir bestellt. Das sind die Stempelkissen und mein Ersatzstempelkissen, damit ich hier keine Stempelkissenunfälle mehr erleide. So, das muss ich mal schnell zur Seite tun. So, dann habe ich mir von den neuen In-Color-Farben die Stamping Blends bestellt. Bei denen gibt es aber keine Stamping Blends von Hummelgelb. Also die gibt es halt einfach nicht. Das finde ich schade. Ich weiß auch nicht genau, warum. Aber die anderen Farben habe ich mir geschnappt. Weil ich koloriere sehr gerne mit den Alkoholmarkern. Ich finde das total dankbar, wenn man da eigentlich nicht so viel Talent hat. Sieht trotzdem immer gut aus. So, weil wir noch bei Stiftchen sind. Ich habe mir noch einen Wink of Stella bestellt. Weil ich den in letzter Zeit häufiger benutze. Und ich da meistens schon ein bisschen schütteln muss, dass da noch was rauskommt. Und damit mir der nicht ausgeht, habe ich auf alle Fälle schon einen Ersatz. So, dann habe ich mir bestellt Embossingpulver. Das eine ist weiß. Ich hatte bisher das Pulver von Wow. Ich glaube, das sagt den meisten was. Bei dem weißen Embossingpulver, ich nehme eigentlich gerne das Superfeine. Hatte ich jetzt bei der einen Karte, die ich letztens gemacht habe. Und zwar war das eine Trauerkarte, die habt ihr vielleicht im Video von Babsis Bastelwerkstatt gesehen, mit der Pusteblume. Da hatte ich unglaubliche Probleme. Diese Karte hat mich in Wahnsinn getrieben. Nicht die Karte selber, sondern das Embossingpulver, weil das nicht wirklich deckend geworden ist. Ich weiß nicht, ob mir da irgendwas anders reingekommen ist oder ob die Qualität nicht so gut war, weil ich habe das weiße Embossingpulver noch nie so oft benutzt. Und deswegen habe ich jetzt gesagt, es hat mich so geärgert, das fliegt jetzt raus. Und ich habe mir das von Stamping abgestellt. Und ich habe mir auch noch das in Gold bestellt, weil ich kein Goldnes habe. Also nichts Spektakuläres. Nur mal zwei Embossingpulverdöschen. So, dann habe ich mir bestellt, ich stehe ja so auf diese Weihnachtsblüten. Damit habe ich ja schon gebastelt, diese Popping Box Card. Und da gibt es ja dieses Perlentrio dazu. Und da habe ich mir jetzt nochmal, wenn ich es aufkriege, nochmal so ein Döschen bestellt. Also ein angefangenes Döschen habe ich noch. Und jetzt dachte ich, ich order das nochmal nach. Nochmal für Vorrat. Dann habe ich mir bestellt. Was habe ich denn hier noch separat liegen? So, und zwar einmal Glitzis.
Da habe ich die zauberhaften Schmuckstände genommen. Und zwar sind die im Herbst-Winter-Katalog drin. Die sind so, ich weiß nicht, ob man das sieht. Die sind so goldig glänzend in der Mitte. Also die roten auch. Da sieht man es aber nicht so deutlich wie bei den klaren. Und das ist natürlich super für Weihnachten. Glitzersteine kann man nie genug haben. Ich habe zwar schon jede Menge, aber kommen noch ein paar dazu. Und dann habe ich mir diese Plastikkuppeln bestellt für diese Schneekugeln. Also mit einem Einmachglas habe ich ja schon eine Karte gemacht. Und ich hatte noch so ein, zwei Ideen für eine Schneekugel. Dazu brauche ich natürlich die Kuppeln. Und da habe ich mir auch die entsprechenden Stanzformen dafür bestellt. Das passende Stempelset dazu habe ich nicht. Das hat mich jetzt nicht so angesprochen, aber das brauche ich ja auch nicht unbedingt, wenn ich das mit der Schneekugel machen will. Bilde ich mir zumindest ein, dass ich das nicht brauche. So, also hier haben wir die Schneekugel. Und dann haben wir hier auch noch ein Hirsch und ein paar Bäumchen und eine Kirche. Ich weiß gar nicht, was das so ist. Also ein Gebäude halt. Ich glaube, das hier sind so ein bisschen Wald. Keine Ahnung. Ich muss mal in das Stempelset gucken, ob da irgendwas anders dazu gehört. Und ich glaube, das gehört ja auch noch zu der Schneekugel. Und ja, die Eisbären. Also ich finde, das kann man auch ohne einen Stempel benutzen. Das kann man ja einfach in einem Farbkarton ausstanzen. Da sieht das ja auch schon toll aus als Silhouette. Genau, also da möchte ich mindestens ein, zwei Karten damit basteln. Deswegen brauchte ich das. Jetzt fahren wir das mal wieder weg. Die heißen Stanzformen Schneekugel. Und die Kuppeln, die sind so wie bei den Einmachgläsern auch. Na, geh ab. Die haben hier auf der Vorderseite Kleber und auf der Rückseite, ne? Das heißt, da habt ihr schon mal gar nicht viel Arbeit, dass ihr da noch irgendwelchen Kleber aufbringen müsst. Das ist alles schon sehr bequem gestaltet. So. Dann packen wir das mal zur Seite. Dann habe ich mir bestellt, auch wenn wir gerade bei Stanzformen sind, Feiertagsetiketten. Da habe ich mir auch nur die Stanzformen bestellt und nicht das Stempelset, was es dazu gibt. Und zwar sehen die so aus. Ich habe am Anfang schon hin und her überlegt, ob ich die brauche. Und dann hat die Babsi von Babsis Bastelwerkstatt die verwendet für eine Karte, die sie gemacht hat. Und das fand ich eine coole Idee, weil ich ja jetzt als nächstes großes Projekt ein Album bastle für meine Tochter. Und das hat 20 Blätter, sage ich mal. Die wollen ja vorne und hinten gefüllt werden. Und da finde ich, passt das super. Also die werde ich dafür verwenden. Und sicherlich auch noch für andere Sachen. Also da fand ich das super. Also das Stempelset dazu hat mich persönlich ist nicht so angesprochen, aber die Stanzform. So. Die Babsi hat damit übrigens so einen Einleger für eine Karte gemacht. Das fand ich eine super Idee, dass man nicht so normal viereckig ist wie sonst immer, sondern einfach mal eine ganz andere Form. So. Und dann habe ich mir noch bestellt einen, oder zwei sind es eigentlich. Ich muss es nur aufkriegen. Embossing-Folder. Und zwar, die müssten auch im Herbst-Winter-Katalog sein. Die sind schon für die kleine Stanzmaschine gedacht, für die Mini-Stanzmaschine, die von Stamping Up hoffentlich bald rauskommen soll. Also im Katalog ist sie schon drin, aber man kann sie noch nicht bestellen. Und zwar ist es einmal so Punkte. Und hier. Ja, so kleine Striche. Ich glaube, ich kurbel euch das mal schnell durch, damit ihr das seht. So, jetzt habe ich es mal schnell durchgekurbelt. Habe natürlich das Video dafür angehalten, weil sonst bin ich aus dem Bild und höre nur gequietsche. Meine Kurbel quietscht nämlich.
Also, das hier ist der eher, ja, ich sag mal, geometrisch angehauchte. Und das sieht so aus. Das ist total schlicht. Hinten sieht es übrigens so aus. Aber irgendwie auch genial. Also so im Hintergrund unter einer Etikette oder so kann ich mir das super vorstellen. Und der andere, der ist ja mit so Punktemuster. Der ist auch toll. Also da muss ich auch sofort an Blumen denken zum Beispiel. Ich weiß gar nicht warum. Wahrscheinlich durch die Anordnung. Aber insgesamt diese solche schlichten Prägefolder. Ich habe jetzt die Erfahrung gemacht, die machen ganz schön was her auf einer Karte. Selbst wenn die nur im Hintergrund sind. Das ist so das gewisse Etwas, der Schliff dann noch. So, also die mussten noch mit, weil der Herbst-Winter-Katalog, der gilt ja jetzt nur noch bis zum 3. Januar. Oder 4. Januar? Jetzt muss ich nochmal nachschauen, Moment. Da steht 4. Januar. Und ja, also in der Naivität von mir, dass das die letzte Bestellung dieses Jahr ist, habe ich das mitbestellt. Ob das so bleiben wird, keine Ahnung. So. Dann, jetzt muss ich mal schauen, dass ich hier nichts vergesse. Natürlich, wir haben jetzt Oktober. Und die meisten von euch haben ja mitbekommen, dass Stamping Up die Designpapieraktion hat. Habe ich mir natürlich jede Menge Designpapier bestellt. Sowohl Papiere, die ich schon habe, als auch Papiere, die ich noch bestellen wollte und noch nicht hatte. Wo ich noch gewartet habe, weil die waren noch nicht so dringend. Also das, was ich schon hatte, das war das aus der Meeresreihe, ne? Das Papier Meereswelt. Ich habe keine Ahnung, ob alle von euch das schon gesehen haben. Ich mache das jetzt einfach mal auf. Ich habe damit ja auch schon gebastelt, und zwar diese Würfelkarte. Und da habe ich das auch verwendet. Das kann man auch super für ein Album zum Beispiel nehmen. Also ich finde, die Größe ist auch super. Dieses kleine Format, 6x6 Inch sind das, glaube ich. Ja, 6x6 oder 15,2 cm. Und da habt ihr von jedem Design, ich glaube, 4. Ja, 4. Und auf der Rückseite, also hier vorne habt ihr so eine Art Landschaft und auf der Rückseite ist es dann etwas voller, sag ich mal, gemusterter. Dann haben wir hier das Seegras. Das finde ich auch super toll. Und hier hinten, das ist auch total niedlich. Und dann habt ihr auch ganz verschiedene Farben dabei. Also hier einmal in Dunkel. Und hinten das Kontrastprogramm, ne? Kann man ja auch kombinieren, weil ich finde, das passt hier super zu den Fischen. Und hier der Wal. Also der Wal ist natürlich super. Und ihr könnt den ausstanzen mit der Handstanze, die es dazu gibt. Mit der Walstanze, das habe ich auch gemacht. Das ist natürlich sehr komfortabel, aber ihr könnt euch das natürlich auch mit der Hand ausschneiden. Ich meine, der Wal ist jetzt nicht so kompliziert. Hat eine relativ einfache Form. Und hinten einfach ganz schlicht. Und hier haben wir Quallen. Okay, die möchte ich jetzt vielleicht nicht mit der Hand ausschneiden. ich glaube, es gibt auch eine Quallenstanze. Oder es gibt zumindest einen Quallenstempel. Nein, eine Quallenstanze gibt es nicht. So ein Quatsch. Es gibt ja nur die Handstanze. Aber es gibt einen Stempel für eine Qualle. Und das finde ich auch super schön. Und das muss man ja nicht unbedingt für eine Karte oder eine Box oder ein Album mit Meeresthema nehmen. Also ich finde, das ist so eine Rückseite, die kann man sehr universell einsetzen. Dann haben wir hier Seepferdchen. Seepferdchen dürfen natürlich nicht fehlen. Und hier haben wir nochmal Wellen. Und Schildkröten. Da. Mit einem schönen Gelb. Hier haben wir wieder eine Landschaft. Man beachte den kleinen Krebs. Und hinten dran haben wir so richtig schön Korallen. Hier haben wir wieder einen Wal. Der ist allerdings anders als der andere Wal. Ich schaue nochmal, dass ich den
sind andere Farben. Seht ihr? Ich halte es mal näher. Hier sind mehr so grünliche Töne auch mit dabei. Und hier mehr so blau und grau. Die haben natürlich hinten auch noch so eine super tolle Landschaft. Und nochmal Schildkröten. Das ist auch ein super Hintergrund. Also auch für alle möglichen Themen kann man das nehmen. Nochmal kleine Wale. Babywal sozusagen. Auch super universell. Und das letzte Design in Gelb. Ihr habt bei den Designpapieren übrigens auch immer die Farben, die passenden Farben dazu stehen. Also das sind die Farben, die im Designpapier vorkommen und die ihr natürlich auch verwenden könnt zusammen mit dem passenden Farbkarton, damit ihr euch leichter tut. Also ich hebe mir die Packungen auch immer auf, solange das Designpapier da ist, weil ich es auf Anhieb auch nicht unbedingt immer weiß, was ist denn das jetzt für eine Farbe? Und bevor ich dann jetzt an meinem Papierwagen stehe und alles ausprobiere, gucke ich dann lieber da drauf. Also ich habe ja auch schon Demonstratoren gesehen, die dann auf Anhieb sagen konnten, was das für eine Farbe ist. Das gelingt mir eher selten, muss ich sagen. So, dann habe ich mir bestellt. Zweimal. Ich bin ja ein Sammler, ein Jäger und Sammler. Und zwar ist es das jede Menge Muster. Also das stand eh schon auf meiner Liste, deswegen war das jetzt echt super, dass das bei der Designpapieraktion dabei war. Da habe ich gleich mal zugeschlagen. Da kann man schon auch zweimal nehmen. Und ich mag es ja also teilweise schon knallig. Ich finde, das macht auch was her, wenn man eine Karte ein bisschen knalliger gestaltet. Und ich fand das jetzt einfach total. Also ich versuche es mal alles ein bisschen so zu zeigen. Das sind so viele verschiedene Hintergründe und die kann man auch. Also wirklich zu fast jedem Thema einsetzen. Okay, vielleicht nicht unbedingt bei einer Trauerkarte, aber ich finde, hier sind ja auch so etwas sanftere Farben dabei. Und das ist also echt total super. Das wiederholt sich jetzt natürlich. Habt ihr wahrscheinlich schon gemerkt. Und ja, also ich finde, das ist so ein universelles Designpapier, was man immer gut gebrauchen kann, genauso wie das Karo-Papier, diese festlichen Karos, heißen die so? Feiertagskaros, glaube ich. So, das ist ja ein Papier, was es letztes Jahr schon gab. Da habe ich noch nicht so viel bestellt bei Stamping Up. Da habe ich ja noch nicht die etwas günstigeren Preise für einen Demonstrator bekommen. So, aber da hat mir das auch schon super gefallen. Und zwar ist es ein Papier, das ist jetzt zum zweiten Mal erhältlich im Herbst-Winter-Katalog. Deswegen denke ich, dass es beim nächsten Katalog nicht mehr dabei sein wird. Kann ich mir nicht vorstellen, dass es ein drittes Jahr anbieten. Und es hat auf der einen Seite wie so eine Art Fotos und auf der Rückseite ist es foliert. Also da hat man echt auch viel Auswahl für zum Beispiel Hochzeitskarten oder so. Es muss ja gar kein Winterthema sein. Gut, manche schreien förmlich nach Winterthema, aber das ist nicht unbedingt. Und auch hier die Streifen. Und auf der Vorderseite haben wir halt jetzt hier so richtig hübsche. Ich muss mal gucken, ich glaube, es sind auch wieder vier von jedem Design. Also einmal das. Also das ist hier auch Bombe, ne? Und das. Und ich habe da schon viele Ideen davon gesehen, wo andere nicht nur winterliche Karten damit gemacht haben. Also die benutzen dann auch solche Bilder für andere Arten von Karten. Das ist erstaunlich, wenn man das dann anders dekoriert, was man daraus machen kann. Also okay, das ist jetzt Winter. So. Das sieht auch super aus. Dann haben wir hier so bläuliche und lila Töne. So. Also ich finde das toll.
Das ist auch super. Ich glaube, so rum. Manchmal muss ich auch echt hingucken und überlegen, was das eigentlich darstellt. Auch wenn es total cool aussieht. So, da haben wir hier noch eine Winterlandschaft. Und dann haben wir hier noch so Zweige. Und das ist das letzte Design. Also wunderbar. Und ich habe es mir jetzt gegönnt, nachdem ich vermute, dass es das nicht nochmal geben wird. Ich weiß es natürlich nicht. Aber ich vermute es. Ich packe es später ein. So, dann habe ich mir Seitenglanz bestellt. Ich habe jetzt in letzter Zeit sehr viel mit Seitenglanz gearbeitet und ich habe wirklich kein einziges Blatt mehr. Nur noch so zwei Reststücke. Also mussten zweimal Seitenglanz mit. Und Farbkarton in Color hatte ich auch noch nicht. Das sind die neuen in Color Farben. Also die Stempelfarben, die ich euch vorhin gezeigt habe. Ich mache es mal auf. Habe ich jetzt auch als Farbkarton. So. Das ist wieder super. Das schaffe ich auch bei Käse- und Wurstpackungen. Ich reiße es immer so auf, dass es blöd ist. Okay. Also, hier haben wir Hummelgelb. Das ist Zimt. Aventurin, Magentarot und Abendblau. So, und wenn ich mir schon die Stempelfarben bestelle, dann darf auch der Karton nicht fehlen. So, lass es mal noch oben drauf liegen, bevor es dann wegfliegt. Ich muss es dann erst einsortieren. So, und jetzt habe ich noch einen Monsterstapel. Moment. Damit ihr mal seht, was euch erwartet. Also, ich habe mir das Stempelset Festtagsglanz bestellt. Ich habe letztes Jahr schon die Handstanzen gebraucht ergattert. Da, wie gesagt, ich habe letztes Jahr noch nicht so viel von Stamping abgekauft. Und jetzt habe ich lange überlegt und ich habe dieses Set tatsächlich gar nicht wegen den Kugeln bestellt. Das ist bestimmt auch cool, wenn ich da so embosse drauf, sondern wegen dem Zweig. Eigentlich total blöd, ne? Ein Stempelset wegen einem Motiv, ne? Aber ich habe da jetzt sehr, sehr schöne Kartenideen damit schon gesehen. Und dann dachte ich mir, also, das ist echt cool. Also, wenn man das dann schön koloriert, dann sieht das richtig gut aus. So, dann war ja, im September war das die Stempelaktion. Jetzt habe ich mir zwei Stempelsets gekauft, die da auch waren, aber ich meinte, ich brauche sie nicht. So, jetzt habe ich sie trotzdem bestellt. Und zwar einmal die Pusteblumen. Also ich habe schon Pusteblumenstempel, aber die hier sehen auch nochmal super aus. Das sind Gummistempel übrigens. Das ist ja ein älteres Set. Das ist jetzt auch zum zweiten Mal schon im Katalog. Und das hier. Nachdem die Babsi da auch so tolle Karten damit gebastelt hat in ihrer Trauerkartenreihe, dachte ich mir, okay, jetzt muss ich es doch kaufen. Ich wollte es die ganze Zeit nicht kaufen. Aber der Zweig und die Schrift für den Hintergrund, ja, jetzt habe ich sie auch. Was soll ich dazu sagen? So, dann habe ich mir bestellt dieses Set. Ich glaube, das heißt Coming Home, das Set. Weiß ich jetzt ehrlich gesagt aus dem Kopf gar nicht, ob das als Set so heißt. Also, das Stempelset heißt auf alle Fälle so. Und die Stanzformen heißen Unser Zuhause. Das hat mich eigentlich überhaupt nicht angesprochen am Anfang. Ich habe jetzt aber so viele Ideen für Adventskalender damit gesehen. Und da ich ja eh Adventskalender basteln wollte, dachte ich mir, ach komm, bestellst du dir. Also, das sind jetzt Klarsichtstempel. Und die Stanzformen, die mache ich mal schnell auf. So. Dann kann ich die euch zeigen. Also, hier könnt ihr natürlich die Häuschen
ausstanzen, passend zu denen im Stempelset. Das habe ich jetzt runtergeschmissen, auch das. So, und dann haben wir hier auch noch, also ein Bäumchen, das passt nicht zu dem Stempelset, aber ich vermute, das hier passt zu dem Ast, Stamm, Zweig, keine Ahnung. Ach doch, hier ist noch ein Tannenbaum. Okay, ich erzähle wieder Mist. So, und dann gibt es hier noch so tolle Randstanzen mit Tannenbäumchen und auch ohne. Und damit möchte ich, wie gesagt, einen Adventskalender bzw. zwei Adventskalender basteln, weil ich habe ja zwei Kinder. Und wenn alles gut geht, dann zeige ich euch das auch. Dann können wir einen zusammen basteln. Das dauert aber noch. Ein bisschen. So, dazu passend, jetzt muss ich mal googeln, habe ich mir nämlich auch das... Ja, jetzt zieh ich schon mal raus. Das Designpapier bestellt. Das ist nämlich auch in der Designpapier-Aktion drin. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, weiter rauszoomen kann ich euch nicht. Ein bisschen höher machen die Kamera so, dass ihr ein bisschen was seht. So, weil das ist ja ein großes Designpapier. Das hat 12x12 Inch. Und das hat mich am Anfang auch nicht so unbedingt angesprochen. Aber der Clou ist, das zeige ich euch jetzt. Also, ob ihr das als Clou betrachtet, das weiß ich natürlich nicht. Also, abgesehen davon, dass es eine super Landschaft ist, das Hintergrund. Dann haben wir hier auch auf der anderen Seite solche Muster. Das kann man ja auch universell einsetzen. Aber die kann man ja auch ausschneiden. Das ist, wenn ich so kleine Häuschen für eine Karte brauche, die brauche ich ja gar nicht. Stempeln und ausmalen, wenn ich faul bin, schneide ich die aus. Und auf der Rückseite, das sieht natürlich auch super aus. So. Ja, das finde ich jetzt wieder, also da kriege ich einen Augenkrampf, muss ich ehrlich sagen. Das ist jetzt nicht unbedingt mein Favoritenpapier. Wenn ich so auf sowas gucke, dann denke ich immer, das kann in so einem Museum für Sinne hängen, da wo so komische Täuschungsbilder hängen. Also so komme ich mir jetzt vor, wenn ich da drauf gucke, schnell weg. Aber das hier, das ist genial. Ich muss die Seite ja nicht verwenden. So, das ist es wieder ganz hübsch. Das finde ich nicht so schlimm wie die Männleins. Und hier haben wir das als Rückseite. Das ist natürlich auch niedlich, ne? Mit diesen, wie sagt man denn da? Weihnachtskranz? Ja. Mir fehlen manchmal die Worte. Entschuldigung. Und, also das benutzen ja sehr, sehr viele, dass sie das einfach ausschneiden. Was ich jetzt super finde, hier hat man ja alle möglichen Sprachen drauf, aber auch Deutsch. Gesegnete Weihnachten, der Kuschelzeit, da muss ich mal schauen, Vorfreude, schönste Freude. Also hier haben wir auch echt coole Sprüche drauf, die ihr dann einfach ausschneiden könnt mit einem Papierschneider oder Schere und dann da draufkleben. Dann braucht ihr gar nichts stempeln. Das finde ich auch super. Insofern hat mich dieses Papier dann doch überzeugt. Und hier haben wir nochmal größere Häuser. Ich meine, dass das auch die Größe der Stanzen ist. Jetzt muss ich nochmal schauen. Ich habe ja die Stanzen schon wieder eingebackt. Das prüfen wir. So. Und zwar, wir nehmen jetzt mal hier. Also das hasse ich ja wie die Pest, diese Kleber. So. Passt wie die Faust aufs Auge. Sagt man ja so schön, ne? Und passt ebenso. Passt. Ich gehe davon aus, dass auch der große Baum passt. Und die anderen beiden Häuser, die werden auch passen. Also ich bin begeistert. Das erinnert mich ein bisschen an das Dinosaurier-Set. Da habe ich mir am Anfang auch nicht unbedingt das Papier gewünscht. Aber dann habe ich festgestellt, man kann die ausstanzen. Und das erleichtert die Arbeit echt. So, und auf der Rückseite ist auch super universell einsetzbar, ne? So, jetzt habe ich euch mal
die eine Packung gezeigt. Die zweite packe ich jetzt nicht aus. Ich gehe davon aus, dass die genauso aussieht. So, da muss ich nur... Ich glaube gar nicht, wie voll mein Schreibtisch hier ist. Das sieht aus. Gott sei Dank seht ihr nur diesen Ausschnitt. Ich muss das jetzt mal auf den Boden legen. So. Also, wir waren ja noch bei den... Eigentlich bei den Stands- und Stempelsets, aber das Papier hat halt dazu gepasst. So, dann habe ich mir das bestellt. Also, das war relativ schnell auf meiner Wunschliste, aber es war nicht so dringlich wie andere Sachen. Deswegen kommt das erst jetzt. Ich finde dieses Set extrem toll für alles, was kirchliche Themen sind. Hochzeitskarten, Taufe, Kommunion, Weihnachten, Ostern kann ich mir auch gut vorstellen. Eine Frühlingskarte, also man muss auch gar keine kirchliche Karte damit machen. Also hier zum Beispiel eine Osterkarte. Dann gibt es natürlich, falls man das mal braucht, auch diese Sprüche. Ich glaube, das ist aus der Bibel. Ich muss zugeben, ich kenne mich nicht aus. Ich habe die Bibel nicht gelesen. Da könnt ihr mich jetzt steinigen. Ist ein Gummistempelset. Und auch der Zweig hier, der ist super, und die Schneeflocke. Also diese Dinge kann man auch jetzt nicht unbedingt nur im Zusammenhang mit diesem Set benutzen, sondern einzeln. Und das finde ich immer toll an Stempelsets, wenn ich das für viele Sachen verwenden kann, wenn sich diese Motive einfach dann anbieten. So, und dazu natürlich die Stanzformen, weil die finde ich ja noch viel genialer als das Stempelset. Also das Stempelset ist schon super. Aber die Stanzformen, also da brauchen wir das Stempelset eigentlich nicht dazu. Ihr könnt euch auch nur die Stanzformen bestellen. Also die Tauben an sich, die ihr basteln könnt, sind ja schon super. Dann habt ihr hier diesen Zweig. Ich denke, diese Stanze passt perfekt zu dem Stempel hier. Aber ihr könnt doch einfach Engelsflügel machen. Ihr braucht ja die Taube nicht dazu. Nur Engelsflügel. Und das finde ich wieder super. Also da finden sich bestimmt viele Karten, ob das jetzt Hochzeit ist, Taufe, Kommunion oder auch eine Trauerkarte. Das finde ich ist sehr universell einsetzbar. So. Das packen wir jetzt wieder weg, damit wir Platz für die nächsten Sachen haben. So. Einmal zur Seite. So, jetzt habe ich mir hier noch ein Set bestellt. Das können wir Demonstratoren uns schon vorbestellen. Und für alle anderen wird es dann ab, ich glaube, 3. November erhältlich sein. Ich habe mir jetzt einfach das komplette Set bestellt. Man könnte es sich auch einzeln bestellen. Und zwar sind diese beiden Sachen, dieses schön schwungvoll und die Stanzformel mit Schwung, aus dem nächsten Frühjahr-Sommer-Katalog, glaube ich. Das heißt, die wird es dann auch in dem Katalog offiziell geben. Und dieses Set, also das weihnachtlich angehauchte Set, das gibt es tatsächlich nur in dieser Zeit vom November bis 4. Januar. Und danach kommt das auch in keinen Katalog. Also zumindest ist das die Aussage von Stamping ab jetzt. Weiß ich nicht, ob sie es dann vielleicht ein Jahr später irgendwo reinmachen. Aber das ist nicht geplant, sondern das gibt es nur in dieser Verkaufsaktion, die ab 3. November startet. Und dazu gab es dann halt noch das Designpapier. Das schauen wir jetzt mal rein. Ich wusste da jetzt auch nicht so genau, was mich erwartet. Ich habe es einfach mitbestellt. Und da haben wir jetzt verschiedene Farben. Also das steht hier mal drauf. Wir haben hier Chili, Saharasand, Tannengrün und Flüsterweiß. Also das ist auch relativ clean gehalten. Und ich muss jetzt mal schauen. Hier ist er. Das ist nicht farblich geordnet. Super. Also. Jetzt muss ich mal gucken, wie viele Designs es gibt. Ich glaube, 4. Also das ist Tannengrün. Und dann haben wir verschiedene Seiten.
Und das passt natürlich jetzt nicht nur zur Weihnachtszeit. Also ich finde solche okay, jetzt mit diesen weihnachtlichen Zweigen, ja. Aber es hat ja auch noch eine andere Seite, Punkte. Und die kann man ja für andere Sachen auch verwenden. Also das ist jetzt in diesen vier Farben. Drei Farben eigentlich, weil Flüsterweiß ist ja überall drin. Wiederholt sich das. Ich glaube, da ist jedes Blatt viermal, wenn ich mich nicht irre. Und dann immer die gleichen Designs. So, und ich finde, als Hintergrund ist das echt super. Ich finde es einfacher, mit solchen Hintergrundpapieren zu arbeiten, wo so einfache Muster sind und dann noch was drüber zu kleben, als bei solchen wunderschönen Designerpapieren wie hier und dann was drüber zu kleben. Das fällt mir wesentlich schwerer, muss ich sagen. So, also das ist jetzt das Papier zu diesen Stempelsets. Das sind Klarsichtstempel, beide. Und dadurch, dass das Klarsichtstempel sind, könnt ihr die Sprüche ja auch einfach noch mal ein bisschen anders in Form biegen, wenn ihr das auf den Stempelblock zieht. Das ist, das geht ja bei den Gummistempeln nicht, aber bei den Klarsichtstempeln geht das schon. Und die Stanzen die packe ich euch jetzt auch mal aus. So. Also, ihr habt hier natürlich diese Randbordüren. Einmal Blätter. Ich weiß gar nicht, was das sein soll. Wassertropfen. Keine Ahnung. Und hier so eine feine Lochung. Und eine Schnittkante ist das hier, ne? Und dann könnt ihr diese Blätterbordüre, jetzt spiegelt meine Lampe, könnt ihr hier ausstanzen. Genauso wie diesen Blumenzweig hier. Und dann habt ihr hier extra noch Zweige. Und, total süß, die Vögel, die könnt ihr auch ausstanzen. Das finde ich echt genial. So, und ich habe ja im Moment meine Herbstreihe laufen. Und ich habe da 12 Hintergründe gebastelt. Das ist in dem ersten Video zu sehen. 8 habe ich schon verarbeitet zu Karten. Und ich habe noch 4 Hintergründe übrig. Und ich denke, ich werde da mit diesem Set arbeiten. Das bietet sich total an. Da kann ich das dann gleich mal ausprobieren. So, also bekommt ihr in meiner Herbstreihe auch noch eine Karte mit diesem Set zu sehen. So, ein bisschen zur Seite rücken. So, dann habe ich mir nochmal die Schneeflocken bestellt. Ich habe die ja bereits einmal gekauft. Da muss ich das jetzt gar nicht aufmachen. Ich hole mal schnell meine geöffnete Packung. So, da bin ich wieder. Da kann ich euch das zeigen. Also ein bisschen was habe ich davon schon verwendet, aber noch nicht viel. Da habt ihr immer so eine Seite und auf der anderen Seite habt ihr so wunderschöne Farbverläufe. Das finde ich natürlich, also winterlich ist das extrem super, aber das hier, das könnt ihr ja auch für andere Themen verwenden. Das ist jetzt wieder eindeutig winterlich, ja. Aber das nicht. Das ist so richtig schön. So ganz sanft. Also es gefällt mir super. Da gefällt mir die Seite besser als die andere, muss ich sagen. So, ich glaube, das hatten wir am Anfang. Nein, das hatten wir noch nicht. Also hier haben wir, ich weiß gar nicht, was ist Aquamarin? Ich muss mal drauf gucken, ist Aquamarin drin? Jo. Ha, ich habe eine Farbe erraten. Also Aquamarin. Und hier wieder mit Kristallen. So. Und dann diese Seite. Und dann haben wir hier, ich glaube, das hatten wir am Anfang schon, ne? Weiß ich gar nicht mehr. Diese Seite. Und hier habe ich schon damit gearbeitet. Das Werk zeige ich euch aber erst, weiß ich nicht, Anfang Dezember mal schauen. So, ist was Winterliches. So.
Also, dieses Papier habe ich mir nochmal bestellt, weil ich das super toll finde. So, dann geht's weiter. Ewiges Grün. Also, diese Komplettreihe habe ich ja immer noch nicht. Also das Stempelset und die Stanzen, das fehlt mir ja alles noch. Und diese goldenen Reifen, die es dazu gibt. Aber das Papier war halt jetzt in der Aktion. Und dann habe ich das halt schon mal gekauft, ne? So, was man hat, das hat man. So, jetzt mache ich das mal. Wurschtel. Mein Talent, ne? Kann das nicht hier oben aufgehen? Eieieiei. So, also, ewiges Grün. Das habt ihr wahrscheinlich auch bei ganz vielen schon gesehen. Ich habe es in echt noch nicht gesehen. Das ist mein erstes Papier. Und ich habe es tatsächlich auch nur einmal bestellt, weil ich ja vorhabe, mir diese Produktreihe auch noch zu kaufen. Aber die ist ja im Jahreskatalog, das gibt es die also noch ein ganz kleines bisschen länger als das, was in den Wintersachen, also bei dem Herbst-Winterkatalog da drin ist. So, da habt ihr also auf der einen Seite habt ihr Blätterzweige und hier habt ihr gemustert. So, dann haben wir hier Farne, würde ich sagen, Farnwedel. Schönes Muster. Hier haben wir wieder Blätter. Nochmal Blätter. Und nochmal ganz viele Blätter. Aber es soll jetzt nicht ironisch klingen, die gefallen mir wirklich gut. Ich finde, das ist so ein typisches Hintergrundpapier. So. Das finde ich jetzt auch mal cool. Das ist ja fast wie grünes Holz. Kann man das so sagen? Ja. Also wie eine Holzmaserung, nur in grün. Das finde ich total schick. Elegant. Und nochmal Blätter. So, und das war's schon. So, also von jedem Design habt ihr zwei. Vorder- und Rückseite bedruckt. So, in die zerrissene Folie fummel ich das jetzt nicht mehr rein. Schließ mal zur Seite. So, dann habe ich hier Farbfantasie. Das habe ich schon benutzt, aber da hole ich jetzt nicht mal benutztes, weil da habe ich schon ganz viel damit gewerkelt. Das werdet ihr am, was ist denn das für ein Datum? Was haben wir denn heute? Den 21. am 23. sehen. Das heißt, wenn dieses Video rauskommt, ist das andere schon erschienen. Da seht ihr, was ich damit gewerkelt habe. Das fand ich obergenial schon, als ich das erste Mal den Katalog durchgeblättert habe, habe ich gesagt, das ist meins. So. Also, wie gesagt, ich stehe auf so Sachen, die auch mal so reinknallen. Gefällt ja nicht jedem, aber mir. Und da sind auch so wunderschöne Farbverläufe. Ist auch super für ein Album, wenn man ein Album damit macht. So als Hintergrund. Wirklich genial. Dann sowas, okay, das ist jetzt als Hintergrund. Als Vordergrund wäre mir das ein bisschen, fast ein bisschen zu unruhig. Kommt drauf an, was man damit macht. Aber das ist wieder super. Hier ist quasi das Gleiche wie eben gerade. Fast das Gleiche, ein bisschen kleiner, ne? Seht ihr das? Das gleiche Muster. Aber das ist genial. So, dann haben wir das hier. Und auf der Rückseite das. Das finde ich auch super. Und auf der Rückseite grün. Und jetzt haben wir hier noch Grün-Blautöne. Das finde ich auch sehr toll. Und auf der Rückseite das. Also, dieses Papier habe ich schon und das musste nochmal sein. Weil es war ja günstiger. So. Dann habe ich mir noch diesen Farbkarton in Matt Metallic bestellt. Ich meine, dass das verschiedene Farbtöne sind. Stehe jetzt aber auch gar nicht drauf. Nee. Müsste ich jetzt im Katalog schauen.
Da haben wir ja einmal, das ist so Art, also da haben wir von jedem zwei, glaube ich. Das ist so eine, also es, ich finde, es ist nicht so typisch matt, aber es ist auch nicht hochglänzend. Es ist dazwischen. Weil hochglänzend, ich zeige euch mal, was hochglänzend ist. Also hochglänzend wäre zum Beispiel das hier, ne? Wie ein Spiegel. Und so richtig matt wäre das hier. Und das ist dazwischen. Seht ihr das? Ich hoffe, man kann das erkennen. Es ist nicht richtig matt, aber auch nicht glänzend. Also genau dazwischen, das ist ja auch super. Und jetzt gucke ich mal, dass ich das auf die Schnelle finde. In meinem Katalog, der bald auseinanderfällt von vielen Blättern. Also, hier ist drin, das ist nicht das. Nein, ich habe es aus dem Winterkatalog. Was ich wieder erzähle hier, ne? So, wenn man so viel bestellt und den Überblick verliert. Seite 45 im Winterkatalog. Da steht hoffentlich dabei, was das für Farben sind. Bronze, Gold und Kupfer. Jetzt wissen wir es. So. Also, das ist für mich Gold. Ich weiß noch nicht, ob man das richtig sieht. Das würde ich sagen, ist Kupfer. Oder ist das Bronze? Nee, Bronze wird das sein. Also, es sind tatsächlich verschiedene Farbtöne. Ich hoffe, das kommt hier so ein bisschen raus. Und von jedem zwei Blatt. Und es ist ein fester Karton. So ein bisschen wie Farbkarton. Das hält auch ein bisschen was aus. Also wenn ihr dann so Sachen ausstanzen möchtet, die vielleicht nicht aufgeklebt sind, sondern irgendwo rumbaumeln, oder das dürft ohne Probleme gehen. So, dann habe ich mir hier einmal dieses Herbstpapier bestellt. Wie heißt das genau? Goldener Herbst. Ich habe ja jetzt bei meinen Swaps auch so ein tolles Teil. So eine, wie sagt man dazu? So eine Aufklapp. Box kann man fast gar nicht sagen. Bekommen. Ich zeige es euch nochmal. Moment. Und da ist dieses tolle Papier drauf. Und dann, also ich habe davor schon gesagt, ich möchte es mir kaufen, weil ich schon ganz tolle Karten gesehen habe. Aber das, also wenn ich das dann noch nicht entschieden gehabt hätte, dann wäre das wohl der Auslöser gewesen. Und das hat hier so folierte Elemente. Also auf der einen Seite ist es foliert. Was sind denn das für Farben? Falsch rum. Savanne Espresso Minzmakrone. Das finde ich immer toll. Die Farbe finde ich eh toll. Also Minzmakrone mit Gold. Und auf der anderen Seite ist es etwas schlichter. Also ohne diese folierten Elemente. Aber auch total toll. Da habe ich noch eins drauf gekriegt. Das mit dem Nutella-Glas. Das hatte das Papier. War das das Nutella-Glas? Ja, ich glaube. Dann haben wir hier, das sind, ist Gold und Bronze, hätte ich jetzt gesagt. Das sind verschiedene, zwei verschiedene folierte Töne. Ich weiß gar nicht, ob man das sieht. So ein bisschen. Und auf der anderen Seite sieht es so aus. Das müsste jetzt Terrakotta sein, meine ich. Wir spicken nochmal. Ja, Terrakotta. Das ist auch cool. Muss man das eher so rumhalten? Ich würde es jetzt eher so rumhalten. Sieht aus wie eine endlos Blume. So ein bisschen, ne? Mit Eicheln. Und hier Getreide. Auch in verschiedenen folierten Tönen. Ich hoffe, man kann das erkennen. So. Ist auch eine tolle Optik, ne?
Ha, und das hier, ne? Das sind die Zweige. Und hinten sieht es so aus. Und hier Kürbisse. Ganz viele Kürbisse. Und wer jetzt keine Kürbisse mag, der nimmt vielleicht diese Seite. Also die ist auch echt genial. Das sieht aus so... Das hat die Farbe von diesem Mokka-Eis, würde ich sagen. Aber das ist als Hintergrund ist das super. Was ist denn das für ein Ton? Ich schau mal. Espresso. Naja, Mokka ist ja auch eine Art Kaffee, ne? Also Espresso. Mit so ganz feinen Sprenkeln, so wie wenn ihr Spritzer machen würdet. Super. So, jetzt habe ich das Papier auch. Jetzt ist es meins. So. Ich hoffe, ihr langweilt euch noch nicht. Pfingstrosenpapier. So, also. Ich bin... Moment, meine Lampe. So, war der Akku von meiner Lampe leer? Neuer Akku rein. Also, ich bin kein Fan von diesem Pfingstrosen-Set. Also, ohne Zweifel sind das super schöne Stempel. Aber ich bin allgemein eigentlich kein Rosentyp. Also, ich mag Blumen ungemein. Aber ich habe tatsächlich auch keine Rosen im Garten. Ich stehe mehr auf andere Blumen. Und deswegen ist dieses Set auch nicht bei mir eingezogen. So, jetzt hat natürlich die Babsi und auch ganz viele andere so super tolle Karten und Verpackungen damit gebastelt. Und na gut, das Papier war in der Aktion. Also musste es mit. So, das können wir nochmal nach den Farben gucken. Die stehen doch... Ich nehme meinen Spickzettel. Also, wir haben hier Anthrazitgrau. Sieht man das? Granit, Blütenrosa und Flüsterweiß. So, also das ist Blütenrosa. Definitiv. Und hier haben wir Anthrazit, würde ich sagen. Nee, Granit. Und das ist Anthrazit. Also auf der einen Seite ist es immer relativ schlicht mit einem Muster. Und vorne habt ihr Blumenmotiv. Hier haben wir wieder Blütenrosa. Ich hoffe, man kann das erkennen. Eieiei, also mein Licht hier heute. Und hier haben wir wieder die Pfingstrosen drauf. Hier haben wir wieder Muster. Das ist jetzt... Das ist Anthrazit. Ja, ich glaube. Und hier haben wir wieder Pfingstrosen. Nochmal Pfingstrosen. Diesmal in Blütenrosa. Und in Dunkel. So. Und hier das letzte Design. Hm. Das ist mein Lieblingsblatt. So. Also, das kann ich mir sehr gut auch als Verpackung vorstellen. Ich habe ja schon gesagt, ich muss mehr Verpackungen basteln. So. Das hier wollte ich auch von Anfang an. Aber es war noch nicht so dringend. Aber jetzt. Das ist das Regenbogenpapier. Regenbogenglitzerpapier, sage ich jetzt mal. Wie heißt es denn? Glitzerpapier in Regenbogenfarben. Und das brauche ich für das Album, was ich jetzt mache. Ich möchte daraus Buchstaben ausstanzen. So. Große Buchstaben, wo man auch den Farbverlauf hoffentlich... erkennt. Weiß ich noch nicht, habe ich ja noch nicht gemacht. Da habt ihr zwei Bögen drin. Und das ist sehr... Also es ist sehr stabil, aber biegsam. Also nicht so wie dieser Metallic-Karton. So. Und es schimmert wirklich in den Regenbogenfarben. So. Ich glaube, das ist selbsterklärend. Das muss man... Muss man nicht begründen, warum ich das haben wollte. Es glitzert, das reicht. So, dann haben wir hier die Weihnachtsblüten. Also, davon habe ich mir zwei bestellt. Ich hatte das nämlich noch nicht. Und es gibt es ja jetzt nur noch im Herbst-Winter-Katalog. Weihnachtsblüten heißt das, genau.
Und hier habt ihr auch die Farben angegeben, die drin sind: Hummelgelb, Gartengrün, Olivgrün, Glutrot, Wildleder und Flüsterweiß natürlich. So. Da haben wir dann hinten so Zapfen drauf. Hier haben wir die Blüten noch mal in einem anderen Design. Hier haben wir die roten Beeren. Ich weiß gar nicht, von was für einer Pflanze das eigentlich ist. Keine Ahnung. Aber rote Beeren sieht man ja zu Weihnachten oft. Und hier haben wir Holzoptik. Hier haben wir die Blüten in Grün. Hier so ein etwas schlichteres mit Ornamenten. Und hier haben wir nochmal Zapfen. Und auf der Rückseite haben wir Zweige. Und das dürfte dieser Mistelzweig sein, ne? Ist das der Mistelzweig? Ich habe keine Ahnung. Ich erzähle wahrscheinlich wieder Stuss. Und einfach grün. So. Und da ich ja noch ein bisschen mehr arbeiten möchte mit dem Set Weihnachtsblüten, musste jetzt auch das Papier her. So, dann haben wir ja dieses Jahr eine Reihe ganz mein Geschmack. Das sind, ich mach's mal auf. Also, ich gehöre ja wahrscheinlich wieder zu einer der letzten, die sich das bestellt. Jetzt machen wir es gleich mit der Schere, bevor ich es wieder so furchtbar aufrufe. So. Und hier hat man lauter Hintergrundoptiken, also Holz und Fliesen. Es ist eher so eine Art Stoffstruktur und Fliesen. Hier haben wir wieder Holz. Also extrem super geeignet auch für Männerkarten, für Alben, finde ich, für Boxen. Für Karten natürlich auch. So, hier nochmal ein etwas helleres Holz. Das ist jetzt nicht so mein Geschmack, muss ich sagen. Das erinnert mich an so Fliese 80er Jahre Bad. Aber ich benutze dann, glaube ich, eher die Holzseite. Das ist so eine, kann man Steinoptik dazu sagen? Beton? Keine Ahnung. Hier mehr so eine Mauer. Holz. Das sieht mir jetzt eher nach Stoff aus, hätte ich jetzt gesagt. Das hat jetzt auch eher so einen Charakter von Stoff. Vielleicht seht ihr das ja anders, aber für mich sieht das so aus. Das finde ich jetzt mal wieder cool. Ich weiß gar nicht, was es sein soll. Wahrscheinlich Fliesen. Ja, das hat irgendwas Edles. Das kann ich mir auf eleganten Karten gut vorstellen. So, hier haben wir wieder so eine, ja, angemalte Wand, sage ich jetzt mal. Das ist wieder Holz, aber verschiedene. Hier haben wir wieder diese Maltechnik. Fliesen. Holz. Also Holz ist definitiv mein Favorit. Davon gibt es auch ganz viel in dem Set. Das sieht wieder aus wie Stoff. Das kann ich mir aber auch super vorstellen bei sommerlichen Karten. Also wenn ihr vielleicht diesen Prägefolder Korbgeflecht kennt. Ich finde, das sieht so ähnlich aus. Das kann man super als Hintergrund nehmen und dann hier so eine tropische Blüte obendrauf oder sowas. Also, das kann ich mir gut vorstellen. Das ist, ja, Stoff. Geschmackssache. Hässliche Fliese, sage ich jetzt. Und nochmal Holz. Also auch sehr schön. So ein helles. Das sieht auch super aus.
Mauer. Da fällt mir schon wieder ein bisschen was ein, was ich da machen könnte. Nicht unbedingt eine Männerkarte. Ich stelle mir da eher was Florales mit Vögeln davor vor. So. So als Kontrast. Na, das zweite Paket. So, und jetzt haben wir eigentlich nur noch, was heißt eigentlich nur noch, das Video geht ja schon lang genug, Farbkarton. Und zwar in 12x12. Ich habe bisher immer nur A4 bestellt. Auch diese Mischpakete, also diese 12x12 gibt es tatsächlich bei den Farbkarton, außer in Weiß. Da gibt es das natürlich nur in Weiß. Aber diese Farben, die gibt es nur in Mischpaketen. Was ich auch super finde, weil ich brauche von einer Farbe eher selten 10 oder 20 Stück. Und das ist genauso aufgeteilt wie die A4-Pakete. Ihr habt hier einmal die Prachtfarben. Jetzt muss ich mal den Flüsterweiß rausnehmen. Und die Pastellfarben. Und die Neutralfarben müssten das sein. Dann habe ich hier die In-Color-Farben. Also einmal die von, nein, das sind die alten. Die alten und die neuen sind die hier. Und da fehlten noch die Signalfarben, glaube ich. Ja, so, die habe ich mir jetzt alle bestellt. Da habt ihr von jeder Farbe 2 drin, außer bei den In-Color. Da müsste von jeder Farbe 4 sein. Ja, weil ich ab und zu jetzt schon größere Projekte hatte. Also zum Beispiel wie diese Popping Box Card. Das geht mit einem A4-Blatt nicht. Und dann habe ich mir immer beholfen mit größerem Papier, was ich noch aus Zeiten vor Stamping Up hatte. Aber das hat nur als Farbe Vanille. Und das ist ein bisschen langweilig. Ich brauche manchmal eine andere Farbe. Und deswegen habe ich mir jetzt von allen Farben das in 12x12 bestellt. Und in Flüsterweiß natürlich. Ich nehme mal diese eine Packung mit hier. So. Und jetzt bin ich voll ausgestattet mit Papier. Jetzt kann ich loslegen. So, jetzt habe ich euch hoffentlich keine Fusseln ans Ohr gequatscht. Ich bin jetzt tatsächlich mit meiner Bestellung fertig. Eigentlich fehlt ja noch was. Ich hatte noch eine Nachfülltinte bestellt. Die ist aber nicht mitgekommen. Die wird nachgeliefert. Ich glaube, es war... Ich muss mal nachschauen. Pfauengrün. So. Und ja, das muss ich jetzt alles verräumen. Dann habe ich auch wieder Platz zum Durchlaufen hier in meinem Zimmer. Und jetzt habe ich wieder ganz viel Papier zum Basteln. Ja. Und dann hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Es war vielleicht das ein oder andere interessante Set für euch dabei. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Ist bestimmt wieder ein Bastelvideo. Und dann schaut ihr hoffentlich wieder rein. Und gebt mir einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!